Annabelle Jung? Hallo. Hallo. Du machst doch Kochen für Kinder. Richtig. Da brauche ich mal ein Rezept von dir. Aha. Für Gummibärchensuppe. Gummibärchensuppe? Ja. Oh, das ist so ungesund, das machen wir eigentlich nicht. Was kocht denn ihr so? Alles Mögliche. Wir machen Fisch, wir machen Spätzle. Ja, das ist immer dasselbe auch bei uns im Kindergarten, wenn die da kochen. Aha, und das, was kocht ihr da so? Na, immer auch alles. So Obst, Gemüse und alles, was nicht schmeckt. Da dachte ich mir, wir machen Gummibärchensuppe. Das können wir versuchen. Da muss man aber ein bisschen Zeit geben, weil das muss ich mir genau überlegen, wie ich die dann zubereite. Na, ich habe die ja schon mal in die Bratpfanne reingemacht. Mh, lecker. Sind dann schön dran geklebt, oder? Die, hast du wieder rausgekriegt? Nee, die kleben jetzt alle drinnen fest. Kleben immer noch drin fest? Oh je. Ja, das ist ganz egal, wie heiß ich das mache. Da dampft ja, auch schon ein bisschen und stinkt. Stinken tut sie. Ja, da wird sich die Mama bedanken. Ja, da wird sie sich bedanken, genau. Das ist ihre Pfanne, weißt du? Oh, dann musst du dir da was überlegen. Macht ihr auch Schokoladen-Osterhasenbraten? Schokoladen-Osterhasenbraten. Ja. Haben wir noch nicht gemacht, aber das könnten wir eventuell auch hinkriegen. Ja, sowas müsste man machen, weil es gibt ja auch Hasenbraten. Ach so, jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall, das machen wir. Osterhase ist doch schon so lange her und bevor es Weihnachten losgeht, weißt du? Müssen die weg, genau, richtig. Sehr praktisch gedacht, ja. Ja, oder wenn du Kartoffeln mit Kaugummi überbackst. Hört sich jetzt nicht ganz so lecker an. Aber ist gut für die Zähne. Ach so, ja, auf jeden Fall. Wenn du Zahnpflege-Kaugummi nimmst. Mhm. Du siehst, ich habe viele, viele Ideen. Ja, sehr gute Ideen. Brillant. Weißt du, von wem ich das habe? Nee. Das haben sie hier beim Radio einfallen lassen. Ach so.